Morbus Wilson, auch bekannt als Kupferspeicherkrankheit, ist eine Erbkrankheit. Sie führt zu einer vermehrten Kupferanlagerung in der Leber und im Gehirn. Diese Erkrankung tritt aufgrund eines Gendefekts auf. Betroffene scheiden zu wenig Kupfer aus, was zu einer Anreicherung führt. Erstens, Symptome. Häufig manifestiert sich Morbus Wilson in Leberschäden, wie Hepatitis, Leberzirrhose und im schlimmsten Fall Leberversagen. Neurologische und psychiatrische Symptome können ebenfalls auftreten. Dazu zählen Störungen der Impulskontrolle, Sprachstörungen, Muskelsteifheit und Zittern. Auch ein grünlicher bis goldener Ring im Auge, der Kaiser-Fleischer-Kornealring, ist ein Symptom. Morbus Wilson kann auch eine hämolytische Krise auslösen, bei der die Anzahl roter Blutkörperchen sinkt. Zweitens, Therapie. Behandelt wird Morbus Wilson mit Kupferchelatoren wie D-Penicillamin oder Trientin. Zinksalze werden eingesetzt, wenn neurologische Symptome überwiegen. In schweren Fällen können eine Blutwäsche oder eine Lebertransplantation notwendig sein.